Ich begrüße euch mal wieder zu einer weiteren Folge von meinen Special-Videos und zwar dieses Mal zu etwas ganz Besonderem. Ich habe mir vor einigen Wochen mal die Karte Seal of Arikalkos angeschaut mit ihrem Anime-Effekt. Und viele, viele Leute haben mir dort in die Kommentare geschrieben, dass es ja noch quasi Upgrades dafür gibt. Und ich wusste das, Leute, aber ich wollte euch so ein bisschen auf die Folter spannen. Und zwar hatte ich geplant, quasi da schon eine gesamte Themenanalyse zu machen von dem Anime Arikalkos-Thema. Und genau das machen wir heute. Ich werde mir jetzt jede Karte anschauen aus dem Anime, die halt quasi Arikalkos im Namen hat und das Ganze etwas bewerten. Es ist interessant, wir haben hier teilweise wirklich ein sehr, sehr seltsames Bossmonster-Konstrukt und generell einige Game-Breaking-Effekte, wie auch immer. Ich schaue mir heute alles an. Aber vorher noch eine kurze Info. Ich streame mittlerweile regelmäßig live auf Twitch. Das bedeutet, naja, teilweise Yu-Gi-Oh!-Duelle, auch teilweise mal andere Sachen, beispielsweise auch Challenges für meinen Pokémon-Kanal und so weiter. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und ihr könnt mich dort auch kostenlos abonnieren über Twitch Prime. Von daher, naja, wenn ihr das tun würdet, würde es mich sehr freuen, würde mich sehr unterstützen. Und ich werde das Ganze mal oben verlinken in der Beschreibung. Und ich versuche wirklich oft online zu sein. Also ich denke mal, da kommt jeder auf seine Kosten. Und ich benutze dort sogar mittlerweile eine Facecam. Von daher, wenn ihr mich mal live verfolgen wollt, ist das dort die beste Chance. Wie auch immer. Denkt auch bitte an meinen Gaming-Kanal, meinen Sponsor-Lotte-Cards und meinen Replay-Kanal. Und da würde ich sagen, starten wir jetzt mal mit der ausführlichen Themenanalyse zum Arikalkos Anime Deck Thema. Und ich muss sagen, es ist schon sehr obskur. Und wir starten heute auf jeden Fall mit dem Anime Seal of Arikalkos. Alles andere würde ja keinen Sinn machen. Ich werde diese Karte hier jetzt nochmal vorlesen. Ich habe sie ja schon mal, wie gesagt, in einem separaten Video ausführlich diskutiert. Aber damit wir alle mal wieder hier auf demselben Stand sind, lese ich die Karte jetzt einmal ausführlich vor. Kann nicht durch Karteneffekte zerstört werden. Wenn diese Karte hier aktiviert werden sollte, defusioniere alle Fusionsmonster, die du derzeit kontrollierst. Alle Monster, die du kontrollierst, erhalten 500 ATK. Deine Zauber- und Fallenkartenzonen werden auch als Monsterkartenzonen behandelt. Ja, ich meine das ernst. Während du eines oder mehrere Monster in deinen originalen Monsterkartenzonen haben solltest, also kontrollieren solltest, können deine Monster in den Zauber- und Fallenkartenzonen nicht als tiefe Angriffe gewählt werden. Du kannst Monster von deinen originalen Monsterkartenzonen in deine unbenutzten Zauber- und Fallenkartenzonen bewegen oder von deinen Zauber- und Fallenkartenzonen in deine unbenutzten originalen Monsterkartenzonen, also du kannst sie quasi frei rumtauschen. Die Aktivierung und die Effekte dieser Karte hier können nicht negiert werden, also gar keine dieser Effekte. Das ist interessant. Ich muss sagen, die Karte hier breakt logischerweise das normale Spiel ein wenig, aber das ist uns heute egal. Wir geben dieser Karte hier eine faire Chance und überlegen mal, wie gut die im Spiel wäre, in Kombination mit den Karten, die man jetzt quasi noch auf sie drauflegen kann. Denn es gibt noch zwei weitere Upgrades für diese Karte hier, um die weiter hochzurüsten. Und wie gesagt, noch viele weitere Supportkarten, um das Ganze sehr krass auszuweiten. Aber ich würde sagen, wir machen mal weiter mit dem ersten Upgrade von der Karte hier. Und das ist die Zauberkarte Arikalkos Deuteros. Und diese Karte hier kann man einfach so über Seal of Arikalkos drüberlegen und dann bekommt diese neue Karte hier die Effekte vom originalen Seal of Arikalkos plus ihre eigenen Effekte. Und diese Karte hier kann in der Main-Phase, once per turn, 500 Lifepoints generieren für jedes Monster, was ihr kontrolliert. Also ein kleiner Lifepoints-Buff, wie auch immer. Und diese Karte hier kann einfach so gegnerische Monster schießen, wenn die gerade direkt angreifen wollen, indem man einige Monster wegtributet. Also das ist auch ganz nett. Ich muss sagen, diese beiden Buff-Effekte hier für das originale Seal of Arikalkos sind jetzt nicht so impressive. Ich meine, dieser Crush-Effekt hier ist nur eine sehr, sehr schwache, ertränkende Spiegelkraft, könnte man sagen. Ist so ein bisschen ähnlich. Und naja, Lifepoints zu generieren ist nett, aber jetzt nicht gerade die Welt. Aber es geht ja noch weiter, Freunde. Wir haben noch ein Upgrade. Und da kommen wir jetzt zu der Karte Arikalkos Tritos. Und diese Karte hier hat es wirklich in sich. Weil die bekommt jetzt die Effekte von Deuteros, den normalen Seal of Arikalkos und sich selber. Und der Bonuseffekt ist hier wirklich on point. Und zwar kann man einfach so in einem beliebigen Spielzug, vollkommen egal in welchem, ohne Once per Turn, Karteneffekte negieren oder Zauber- und Fallenkarten negieren, die eigene Monster als Ziel wählen vom Gegner. Also wenn der Gegner beispielsweise, was weiß ich, einen Crush-Effekt aktivieren möchte mit einer Falle, der ein Monster von euch zielt und schießt, könnt ihr das negieren. Und wenn der Gegner danach quasi noch eine Zauberkarte aktivieren sollte, die das gleiche tun möchte, könnte die auch negieren. Und noch viele weitere Karten, kein Problem. Das ist sehr, sehr krass. Klar, wenn der Gegner logischerweise so Karten haben sollte wie Darkhold oder Regeki, könnt ihr dagegen nichts tun. Aber grundsätzlich gegen jeden Effekt immun zu sein, der als Ziel wählt, ist schon nicht schlecht. Das ist schon wirklich einiges.
Aber es geht noch weiter, Freunde, aber jetzt, Leute, kommen wir natürlich zu den ganzen Monstern. Und da gibt es jetzt eine ganze Monsterlinie, die natürlich sehr bekannt ist und auf die will ich jetzt ausführlich eingehen. Und da beginnen wir mit dem Monster, Orichalcos Kyutora. Und diese Karte hier ist ein Stufe 3 Monster mit der Eigenschaft Licht und, naja, den Typen Fels und den Werten 500-500. Und man kann diese Karte hier nicht normal beschwören oder normal setzen, aber man kann sie einfach so specialen von der Hand, indem man lächerliche 500 Life Points bezahlt, also gefühlt gar nichts. Und wie gesagt, der Field Spell, der zweite, heilt ja sogar noch Life Points, wie auch immer. Und naja, solange diese Karte hier offen auf dem Board liegen sollte, bekommt man keinen Kampfschaden mehr durch Kämpfe, an denen halt einfach eigene Monster beteiligt sind. Und naja, wenn diese Karte hier zerstört werden sollte, dann darf man einfach so von der Hand oder vom Deck das Monster Orichalcos Junoros specialen, zu dem wir gleich kommen. Ich muss aber sagen, diese Karte hier wäre generell einfach sehr schädlich. Ich meine, das ist eine gratis Special Summon für jede Situation und jedes Deck. Ich mache hier keine Scherze. Das ist logischerweise nicht gerade sinnvoll, so eine Karte hier ins Spiel zu kotzen, denn es wäre dämlich, wenn wir halt so viele Karten haben, die wirklich komplett for free aus der Hand gespecialt kommen. Normalerweise gibt es immer eine Restriktion, beispielsweise bei Cyber Dragon oder so muss der Gegner bereits Monster haben. Oder zum Beispiel bei so Karten wie Hütchenspieler müsst ihr bereits mehrere Monster draußen haben, um den dazu specialen zu können und. Es gibt normalerweise immer eine gewisse Restriktion. Manchmal auch nicht, aber das ist wirklich sehr, sehr selten. Und ich denke, dass das hier wirklich zu offen geschrieben ist für alles. Ich meine, die Karte hier ist nur Licht und Fels, ist jetzt nicht unbedingt die beste Bedingung, aber trotzdem, das würde so wahrscheinlich nicht erscheinen. Aber wie auch immer, man kann, wenn diese Karte hier sterben sollte, Junoros holen und zu dem kommen wir jetzt mal. Und Junoros ist wirklich eine extrem seltsame Karte. Und zwar ist dieses Monster hier, ein Stufe 10 Monster, mit der Eigenschaft Finsternis und einer Jane-Typ Maschine und den Werten Fragezeichen 0. Und diese Karte hier kann mal wieder nicht normal beschworen werden oder normal gesetzt werden, aber man kann diese Karte hier specialen über, wie gesagt, Orichalcos Kyutora, das ist ja kein Problem. Die Karte hier kann aber ansonsten nicht auf andere Art und Weise gespecialt werden, also es geht wirklich nur so. Und wenn diese Karte hier beschworen werden sollte, kann man einfach so ein Orichalcos Aristeros und ein Orichalcos Dexia von der Hand und oder vom Deck specialen. Zu den beiden Monstern kommen wir gleich. Und die ATK dieser Karte hier entsprechen dem Betrag des Kampfschadens, den quasi Orichalcos Kyutora zuvor aufgehalten hat. Also wenn Orichalcos Kyutora beispielsweise dafür gesorgt hat, dass halt 4000 Kampfschaden verhindert werden, hätte diese Karte dann einfach 4000 ATK. Es ist sehr merkwürdig, aber ich hoffe mal, ihr versteht das. Wie auch immer, es geht noch weiter. Wenn diese Karte hier gegen ein gegnerisches Monster kämpfen sollte, dann verliert diese Karte hier ATK in Höhe der ATK oder der Death-Werte des Monsters, des Gegners, je nachdem, in welcher Position es gelegen hat. Und wenn diese Karte hier zerstört werden sollte, während diese Karte hier 0 ATK hat, und wenn man 10.000 oder mehr Lifepoints hat, dann darf man eine Divine Serpent G von der Hand oder vom Deck specialen. Es ist so kompliziert geschrieben, dass es wirklich komplett Asspull ist, aber egal, es ist wirklich unterhaltsam. Ich muss sagen, diese Anime-Themendecks sind teilweise sehr, sehr weird. Aber okay, wir nehmen das so hin. Aber was können denn die beiden Karten Orichalcos Aristeros und Orichalcos Dexia? Und die beiden Karten Orichalcos Aristeros und Orichalcos Dexia sind wirklich merkwürdig. Die können auch mal wieder nur beschworen werden über Orichalcos Junoros, also dieses Deck hier hat viele Bricks, by the way, die man teilweise echt blöd totziehen kann, wie auch immer. Und naja, Aristeros ist quasi eine defensive Karte und Dexia ist eine aggressive Karte. Und Dexia hat quasi so eine Art Mond-Spiegel-Schild-Effekt, kann sich also pushen über einen Wert des Gegners plus 300. Und Aristeros kann halt seine Verteidigung um 300 Punkte stärker machen als den Angriffswert des Gegners. Und diese Karte hier, also Aristeros, kann sogar Angriffe auf sich ziehen. Es ist sehr merkwürdig, wie auch immer. Auf jeden Fall können beide Monster dafür sorgen, dass tatsächlich Junoros Decreases bekommt in seinen Angriffspunkten, basierend auf den Werten, die halt einfach Aristeros und Dexia in der Battlephase, also in Damage Step, erreicht haben. Sehr, sehr weird auf jeden Fall, aber ich denke mal, ihr könnt das Ganze verstehen, ich hoffe es zumindest, wie auch immer. Es läuft darauf hinaus einfach, dass wirklich Junoros konstant auf 0 ATK runtergesenkt wird, was ja hier der Plan ist, um logischerweise Divine Serpent G rauszubekommen. Und was dieses ultimative Bossmonster kann, dazu kommen wir jetzt. Ich muss aber sagen, diese ganze Mechanik hier ist schon sehr, sehr paradox. Aber okay, ich will mich darauf einlassen, deswegen machen wir mal weiter.
Und das Bossmonster, die Weinserpent G, ist wirklich noch verrückter als alles zuvor da gewesen. Also hört mir zu, das Ganze ist etwas, naja, seltsam, wie auch immer. Dieses Monster hier ist ein Stufe 10 Monster, das Finsternis ist und Reptil und es hat die Werte 0-0. Und diese Karte hier kann nicht normal beschworen werden und nicht normal gesetzt werden, aber man kann die Karte logischerweise specialen über Schunoros ohne Probleme und anders specialen geht nicht. Und wenn diese Karte hier beschworen werden sollte, muss man die gesamte Hand abschmeißen auf den Friedhof und dann verliert man all seine Life Points, wirklich alle. Dann werden die ATK dieser Karte zu unendlich, ich mache hier keine Scherze. Und naja, diese Karte hier kann nur angreifen, wenn man 10 Karten von seinem eigenen Deck auf den Friedhof legt, also es ist ja teuer anzugreifen. Und solange man diese Karte hier kontrollieren sollte, kann man nicht verlieren. Egal, ob man beispielsweise Deckout ist oder, naja, logischerweise keine Lifebonds hat wegen dieser Karte hier, das ist irrelevant. Diese Karte hier schützt euch quasi davor, das Duell zu verlieren. So eine Mechanik gibt es logischerweise normalerweise nie. Das wäre auch äußerst merkwürdig im richtigen TCG, aber naja, es wirft auf jeden Fall Fragen auf und existiert hier im Anime und es ist sehr, sehr lustig. Und auch ein Angriffswert, ne, von unendlich würde man so im richtigen Kartenspiel nie erreichen können. Es gibt im Kartenspiel einige Loop-Kombos, ne, die das Ganze in der Theorie erzeugen könnten, aber eine Loop-Kombo muss trotzdem immer noch ausgeführt werden. Das bedeutet, unendlich wird man halt durch eine Loop-Kombo nie erreichen, egal wie lange man das Ganze macht. Aber hier hat man wirklich eine umgedrehte 8 als Wert, also wirklich die richtigen unendlich Angriffspunkte. Das ist wirklich sehr unterhaltsam. Wenn diese Karte hier einmal im Kampf Schaden machen sollte, hat man quasi gewonnen. Ich finde die Karte lustig, aber man muss halt sagen, es ist etwas seltsam und man kann tatsächlich diese Karte hier recht einfach aufhalten. Also, das ist schon machbar, ne? Beispielsweise bei Massenzerstörungen. Man muss aber halt im Kopf behalten, es gibt ja die Schutzeffekte, wie gesagt, von den Field Spells. Also, ein normaler Crush, der targetet beispielsweise, würde nicht funktionieren. Es ist sehr, sehr weird, aber die Karte existiert und es geht sogar noch weiter, weil jetzt haben wir noch zwei weitere Effektmonster, aber die sind leider deutlich unspektakulärer. Und da kommen wir zunächst mal zu dem Monster, Orichalcos Malevolence, und diese Karte hier ist ein Stufe 4 Monster, das Feuer ist ein Unterweltler und es hat die Werte 1500, 1000 und diese Karte hier kann once per turn ein Monster auswählen in der Defense Position vom Gegner. Und dann kann diese Karte hier das Monster in Angriffsposition drehen. Applaus dafür. Das ist wirklich ein sehr, sehr ernüchternder kleiner Effekt für dieses Thema, oder? Wieso existiert das? Ist es vielleicht ein bisschen Ass-Boy? Könnte sein, aber wie auch immer. Die Karte ist logischerweise Bullshit in jeder Hinsicht und würde hier nicht wirklich reinpassen, aber es ist eine Anime-Karte, die halt irgendwie zu Orichalcos gehört, von daher wollte ich sie ansprechen. Aber gut ist sie nicht. Und Orichalcos Gigas ist leider auch nicht viel besser. Und zwar ist diese Karte hier ein Stufe 4 Monster mit der Eigenschaft Finsternis oder ja, den Typen Fels und den Werten 400, 1500. Und diese Karte hier, naja, kann folgendes. Wenn die Karte sterben sollte, also zerstört werden sollte, dann kann man seine nächste Draw-Phase skippen, um diese Karte hier zu specialen, aber sie darf für den Rest der Runde nicht mehr angreifen. Und diese Karte hier bekommt einen Push von 500 Punkten, mal der Anzahl der Male, wo diese Karte hier durch ihren eigenen Effekt wiederbelebt wurde. Das ist sehr interessant. Man muss sagen, diese Karte hier wird sehr, sehr langsam stärker. Sie kann diese Runde dann immer nicht angreifen, was dämlich ist. Und ansonsten kann die Karte wirklich gar nichts. Die ist wirklich unspielbar. Aber dieser Effekt hier würde so auch nie rauskommen. Das ist wirklich sehr, sehr weird geschrieben. Aber Leute, das sind halt Anime-Ass-Pulls. Von daher ist es auch kein Wunder. Irgendwie lustig, aber nicht wirklich ernst zu nehmen. Als nächstes haben wir jetzt eine Zauberkarte mit einem sehr seltsamen Effekt, und zwar die Karte Orichalcos Sword of Stealing. Und diese Karte hier ist eine Ausrüstung mit dem Effekt. Man muss eine Karte abschmeißen, die man diese Runde gezogen hat, um diese Karte hier zu aktivieren. Und das ausgerüstete Monster bekommt seine Effekte einfach so negiert. Also man kann quasi ein Monster entwerten, was seine Effekte betrifft. Das wäre heutzutage gar nicht mal so uninteressant, aber man muss eine Karte abschmeißen, die man diese Runde gezogen hat. Was ist hier das Ruling? Das ist sehr merkwürdig. Stellt euch vor, ihr habt beispielsweise diese Runde schon Pot of Desires aktiviert. Ihr habt also zwei Karten dadurch gezogen und in eurer Draw-Phase habt ihr noch eine Karte gezogen. Ihr habt aber in eurer Hand gerade insgesamt 6 Karten. Woher will der Gegner wissen quasi, ob ihr eine Karte gerade abschmeißt, die ihr halt diese Runde gezogen habt, oder eine Karte, die ihr schon hattet? Das kann er ja gar nicht beweisen. Das ist wirklich sehr merkwürdig. Also diese Karte hier würde so im TCG nie existieren. Das wäre ruling-technisch
ein Chaos, ein wirklich großes Chaos. Sehr, sehr komisch geschrieben. Aber der Effekt hier ist an sich auf jeden Fall nicht gemeint und auch nicht Bullshit, es ist halt nur blöd formuliert. Doch die letzten Karten für heute drehen sich quasi um ein Ritualmonster. Und da kommen wir jetzt zunächst mal logischerweise zu der Ritualzauberkarte. Und zwar die Karte Orichalcos Mirror. Und das Bossmonster, was man hiermit rufen kann, nennt sich Mirror Knight Calling. Und ich mag das sehr. Es ist wirklich sehr innovativ, aber um das zu rufen, braucht man logischerweise Materialien der Stufe 6 oder höher. Aber das ist ja ganz normal logischerweise für eine Ritualbeschwörung. Aber was kann denn das Monster? Ich muss sagen, das Ritualmonster Mirror Knight Calling ist wirklich sehr, sehr innovativ. Also ich feiere das mega. Es ist nur leider im Linkformat logischerweise etwas broken, aber dazu gleich mehr. Diese Karte hier ist ein Stufe 6 Ritualmonster mit der Eigenschaft Finsternis oder ja, der Typen Hexer und den Werten 0-0. Und wenn man diese Karte hier beschwören sollte, darf man einfach so viermal einen Mirror Knight Token beschwören. Krieger, Finsternis, Stufe 1, ATK 0, Def 0. Und dann legt man einfach so auf jeden dieser Tokens einen Shield-Counter, maximal einen. Und man kann once per turn auch tatsächlich auf jeden dieser Token-Monster einen Shield-Counter nachrüsten, wenn die ihren verloren haben. Und wenn diese Counter gegen gegnerische Monster kämpfen sollten, dann nehmen die quasi die Angriffswerte an von gegnerischen Monstern. Also das ist so ein bisschen Mond-Spiegel-Schild-mäßig, außer den Push. Und wenn diese Token-Monster dann quasi gegen gegnerische Monster kämpfen sollten, dann können diese Tokens die Werte annehmen von den gegnerischen Monstern, also die werden dann quasi gleich stark und es gibt dann einen Unentschieden und beide Monster werden zerstört an sich, aber diese Tokens können wiederum ihren Shield-Counter nutzen, um den Kampf zu überleben. Es ist sehr, sehr cool. Ich liebe alles daran. Es ist wirklich sehr, sehr innovativ, aber Freunde, im Link-Format wäre es logischerweise nicht mehr vorstellbar, weil diese Karte hier einfach mal so vier Link-Materialien beschwört. Also man müsste hier durchaus eine Restriktion einführen, dass diese Tokens halt nicht weiter genutzt werden können, für weitere Summons. Aber da diese Karte hier scheinbar nie fürs TCG vorgesehen war, hat man sich da nicht die Mühe gemacht, beziehungsweise es gab halt damals sowieso noch keine Link-Summon, wie auch immer. Ich muss sagen, die Karte ist sehr, sehr cool. Die passt jetzt vielleicht nicht so gut quasi zum Rest des Themas, aber die würde durchaus sehr, sehr coole Fundex ermöglichen, aber leider ist die Karte hier nie erschienen. Ich hoffe mal, das passiert noch. Weil ganz ehrlich, Freunde, ich habe selten eine so coole, innovative Ritualmonster-Karte gesehen. Ich würde es echt feiern. Aber ich würde sagen, Freunde, wir kommen also ein bisschen zum Fazit. Ich muss sagen, dieses Deckthema hier ist wirklich sehr, sehr konfus. Also, naja, der Weg hoch zur Divine Serpent G ist schon sehr beschwerlich und sehr merkwürdig, aber es kann funktionieren. Und beispielsweise diese 10.000 Life Points kann man ja erreichen, einfach so über Deuteros, ne? Den zweiten Field Spell, der halt einfach Life Points generieren kann. Generell diese ganze Aufrüstungsmechanik hier von den Orichalcos Field Spells ist interessant, dass man teilweise seine Monster in die Spell Trap Zone legen kann, ist noch interessanter. Und dass man hier wirklich einfach so auf dem Blatt Papier unendlich ATK erreichen kann, ist wirklich, naja, was ganz Besonderes, wie auch immer. Es wäre natürlich teilweise etwas broken bzw. Game Breaking, hier gäbe es 1000 Dueling Probleme, aber an sich wäre das Thema durchaus sehr, sehr unterhaltsam. Ich würde es gerne spielen, wenn es halt existieren würde. Das Problem ist nur, die Divine Serpent G kam jetzt raus als Random Common mit komplett anderen Effekten und die Karte ist leider schlecht. Relativ schlecht zumindest. Und es gibt kaum Fundex darum, weil das Ganze aber wirklich sehr blöd released wurde. Es ist sehr, sehr traurig, aber das ist leider die bittere Realität. Und deswegen wird das Thema wahrscheinlich so nie ganz erscheinen. Sehr, sehr bitter, aber was soll's. So ist es nun mal. Ich muss aber sagen, das Ritualmonster, also Mirror Knight Calling, fand ich sehr unterhaltsam. Also wirklich sehr, sehr innovativ. Aber gut, eure Meinung hierzu gerne in die Kommentare. Und denkt auch bitte daran, naja, dass ich mittlerweile halt regelmäßig live bin auf Twitch, ne? Von daher folgt mir da sehr gerne. Ihr könnt mich auch gerne abonnieren, kostenlos, über halt einfach Twitch Prime. Und dann könnt ihr halt das Ganze noch etwas besser verfolgen, wie auch immer. Und ich werde das mal verlinken, ganz oben in der Beschreibung. Und denkt auch bitte an meinen Sponsor Lotticards, an meinen Gaming-Kanal und meinen Replay-Kanal. Und da würde ich sagen, Freunde, sehen wir uns dort. Und an dieser Stelle auch Dankeschön an meine Patreon-Spender. Ohne euch würde es meine Kanäle vielleicht in einiger Zeit nicht mehr so geben, wie wir sie gewohnt sind. Deswegen riesiges Dankeschön an euch. Und ihr seht jetzt hier noch meine Endcard. Links ist mein Pokémon-Kanal, rechts daneben ist mein Sponsor und rechts daneben sind noch zwei Videos. Das obere wird euch von YouTube empfohlen und das untere ist die letzte Folge dieses Formates. Deswegen schaut da mal rein. Bis bald. Tschüss.